Liebe Bürgende. Nein, das ist kein kreatives Gendern, obwohl ja, also auch. Aber die Schweizer Bevölkerung ist tatsächlich Bürger für die Schulden der Schweiz. Und damit hallo zum 1. August, dem Bundesfeier, Nationalfeiertag, Dingsbums, hier. Also, ja, die Arbeitsleistung derjenigen, die in der Schweiz arbeiten, übrigens unabhängig vom Bürgerrecht, bürgt für die Auslandsschulden, die die Schweiz aufnehmen kann. Es ist die sogenannte Wirtschaftsleistung. Das wird ja nicht von der Wirtschaft geleistet, sondern von denen, die arbeiten. Wie auch immer man das jetzt wieder interpretieren will. Und diejenigen mit Schweizer Bürgerrecht sind auch Bürger für die Stabilität und den Ruf der Schweiz aus gesellschaftlicher Sicht, die das Ausland von uns hat. Denn wir sind alle kleine Putins. Wir können im Prinzip jeden Blödsinn veranstalten und in die Verfassung schreiben. Menschenrechtsverletzungen, kein Problem, kann man reinschreiben. Wir könnten reinschreiben, dass der Bundesrat Baden-Württemberg überfallen soll. Wir können auch reinschreiben, dass er das erfolgreich tun soll, aber möglicherweise klappt das dann nicht. Wir können auch reinschreiben, dass die Physik falsch liegt, aber der Physik ist das ziemlich wurscht. Aber ja, reinschreiben lassen können wir es. Das ist der sogenannte Souverän. Wir können eine Volksinitiative starten auf Bundesebene, die verlangt, dass der Bundespräsident bei Staatsbesuchen eine rote Clownsnase trägt. Wenn das nach dem Verfahren durch ist und über 50% der Stimmen kriegt, der abgegebenen Stimmen, nicht der theoretisch möglichen Stimmen, dann haben wir Bundespräsidenten mit Clownsnase. Hat noch keiner versucht, aber technisch möglich. Das heißt natürlich, dass der Rest der Welt uns dann für Clowns hält. Und damit meine ich das mit dem Bürgen für den guten Ruf der Schweiz oder den vielleicht auch schlechten Ruf der Schweiz. Das haben wir in der Hand. Und damit sind wir als Menschen mit Schweizer Bürgerrecht und Stimmrecht und Wahlrecht mächtiger als die Königin von England. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass sie den Blödsinn, den Lord Wishmob ausgebrütet hat, freiwillig unterschrieben hat. Sie mag ja vielleicht nicht gerade unkonservativ sein, aber sie ist nicht blöde. Und das, ja, würde jetzt zu weit führen. Aber wir, die Schweizer Bevölkerung, müssen den Blödsinn, den unsere Bundesräte, unser Parlament ausbrütet, grundsätzlich nicht unterschreiben. Wir können ihn ablehnen. Das ist ganz schön viel. Doch wie ein weiser Onkel mal gesagt hat in einem Hollywood-Film, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und wenn wir Blödsinn beschließen, dann wird er nicht plötzlich schlau. Dann haben wir den auch an der Backe.
Und das hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass die Entscheidungen der Schweizer Stimmbevölkerung nicht so schlecht waren, wie sie vielleicht sonst hätten sein können. Und das finde ich gut. Und das reicht auch für eine 1. August-Rede, die keiner zuhört. Ich hoffe, die Wurst ist auf dem Grill oder der Grill auf der Wurst. Ich schreibe euch nicht vor, wie ihr das zu machen habt. Aber ihr müsst es hinterher essen. Womit das Ganze nochmal zusammengefasst wäre. Tschüss!